Der schönste Tag des Lebens hat auch einen gelungenen, angemessenen Blumenschmuck verdient. Ob standesamtlich oder kirchlich, mit passend abgestimmten Blumen, Farben und der richtigen floralen Dekoration wird die Hochzeit unvergesslich bleiben. Damit das Fest zu etwas Besonderem wird, haben die Floristikexperten vom Lagerhaus das richtige Händchen. Von der Taufe bis zur Hochzeit werden hier blumige Träume erfüllt. Ausgestellt wurden die wunderschönen floralen Ideen erstmals bei der Hochzeitsmesse in Zeilern. Ideen, die frischen Wind in den schönsten Tag im Leben bringen. Weil wir eben zuerst geredet haben, das ist jetzt Armband. Durch das, dass bei den Hochzeiten jetzt nicht mehr so der Zugbraut Strauß, wie man früher gesagt hat, so, weil eine Zugbraut hat es meistens gegeben. Jetzt gibt es mehrere Damen, die was natürlich eher so von einer amerikanischen Nummer kommt, so die was mitgehen, 4, 5, die was in die Kleider sind. Und das ist ein Armband. Das wird jetzt immer mehr, sodass man natürlich die Hand auch frei hat. Das wird eben in die verschiedenen Farben dann von der Braut, was halt gerade gewählt ist, ob jetzt weiß oder rot oder sonst, zum Kleid natürlich auch passend getragen. Und da gibt es eben verschiedene Varianten, eben so wie das mit einer Orchidee in grün gehalten. Natürlich auch das klassische Weiß mit Perlen kann man natürlich dann aufgeben. Also das sind dann eher so Armsträuße, nennt man das. Die Blumen für die Hochzeit sind ein wichtiges Detail, das bei der Planung der Hochzeit unbedingt berücksichtigt werden muss. Und die Planung ist es auch, die alles aufeinander abstimmen soll. Als erstes wird immer mal mit der Braut besprochen, die was kommen, wo sie natürlich die Hochzeit feiert, in welchem Stil, welche Art man haben will, welche Farben, dass man natürlich gerade der Renner ist, welche Einladungen, ob man es dazu passend haben will, welche Kleiderwahl. Und dann geht man natürlich ins Detail, da gibt es so kleine Checklisten auch von uns, sodass die Braut nichts natürlich vergisst in dem Sinne. Und da wird dann durchgearbeitet vom Brautstrauß über den Anstecker, das was das Wichtigste ist natürlich. Dann die Tischdekoration, wie man da sieht, verschiedene Auswahl haben wir da eben in Weiß oder in den Vintage, was jetzt gerade so ganz modern ist, dass man eben so ein wenig abredet. Dann geht man weiter in die Kirche, das ist so das nächste Kirchenschmuck, was man noch macht. Zwischendrin kommt das Auto natürlich, weil man mit dem Auto natürlich auch hinfährt, das was geschmückt wird. Also da gibt es keine Grenzen eigentlich. Was es dazu braucht? Ihre Lieblingsblumen und Farben. Danach gibt es den Entwurf für das perfekte Hochzeitsarrangement. Also bei uns sind nur Floristen angestellt, die was natürlich auch das Fachwissen vom Lehrberuf her Floristik haben. Also es gibt da geschultes Personal, ob es jetzt bei uns in Amstetten oder in Weidhofen ist, sind eigentlich nur Floristinnen in dem Sinne, die was auch wirklich dann die Braut beraten können, ob es jetzt von der Farbe her passt oder von der Gestaltungsart oder sonst irgendetwas. Also da sind wir eigentlich alle sehr geschult und haben wir das Fachwissen dementsprechend, dass jeder von uns beraten kann. Hier bekommt man gute Tipps. So zum Beispiel ist es keine gute Idee, stark duftende Blumen für den Hochzeitsschmuck zu verwenden. Auch die Größe und der Stil des Brautstraußes sei gut gewählt. Der Brautstrauß sollte daher unbedingt zum Brautkleid passen. Daher gilt beim Brautstrauß die Regel, ein reich verziertes Brautkleid benötigt keinen üppigen Brautstrauß. Zudem ist es der Faktor Zeit, der bei der Planung unbedingt berücksichtigt werden muss. Die Leute kommen im Jänner, Februar, wollen natürlich eine Vintage-Hochzeit haben. Ob es jetzt eine Margarite im Mai oder im August, das ist, die Vorstellung ist, dass das nicht gibt, sagen wir mal so, zu klein noch ist. Und bei uns im Handel gibt es alles. Und das gibt es von Jänner bis im Dezember alles. Ich kann alles bestellen, also da ist die... gibt es nichts, was ich nicht kriege, sagen wir so. Es ist immer, sage ich, eine Preisfrage in dem Sinne, ob es natürlich zu einer saisonalen Blume greife, die was natürlich günstiger ist, sage ich jetzt einmal, als wenn ich was ganz was Ausgefallenes will im Sommer, was normalerweise nicht blüht im Sommer. Also da kann man, muss man sich natürlich aufs Fachpersonal einlassen und dann natürlich auch ausrechnen lassen, welches Budget möchte ich gerne ausgeben, was kann ich machen und das Geld, was ich haben will. Und bis jetzt haben wir eigentlich nur immer mit jedem Kunden in dem Sinne einig geworden, dass das passt hat im Endeffekt. So kann das Ja-Wort im stilvoll dekorierten Ambiente gegeben werden. Eines, das den persönlichen Stil optimal widerspiegelt und ewig in Erinnerung bleibt.